Audi Fox und willkommen zurück zu Coral Island Version 1.0. Und starten wir in einen neuen Tag. Hallo, Mark. Ja, guten Morgen, ich bin Mark. Du bist neu auf der Farm, ich weiß. Ich bin hier, um dir ein paar Dinge zu sagen. Die Mine im Nordwesten hat jetzt geöffnet, gleich hinter dem Wald. Wenn du Jack's Ranch siehst, kannst du links abbiegen und dem Pfad folgen. Sie war geschlossen? Ja, sie war geschlossen und wurde jetzt wieder geöffnet. Hast du das verstanden? Ja. Der Bund des Lächelns hat die oberen Ebenen der Höhle gesäubert. Geh nur nicht zu tief rein. Deine Harke wird dir da nicht helfen. Monster. Das ist gefährlich. Das war's. Wenn du mehr wissen möchtest, sprich mit Kira. Ich bin hier fertig. Oh, Zeitverschwendung. Dir zeige ich's noch. Oh. Ah, sei gegrüßt, Spieler. We have 3 things for you today. For Miss DLC Package. Finally. Yuppie. Und eine größere Kiste. Und wir können unser Explorer-Outfit anziehen. Andere, die wir in den Schrank hinein. Heute ist nix. Garderobe an. Garderobe Lager. So. So. Da können wir auch zicheln und zack. So. Mal sortieren. Die erste Kohle haben wir. Warum ist der eine nicht fertig? Hm.
So. Quests. Museumserweiterung 16 von 50. Kennengelernt. Sieht stamina-mässig aus, ja. Kennig ist der Stein. Du bist Rucola. Ich habe schon von dir gehört. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du mir mal aus der Stadt raus und frische Luft schnappen willst. Dann bist du hier richtig. Ich hoffe, dass du hier fündig wirst. Frische Luft, inneren Frieden, was auch immer du suchst. Weiß Gott. Die Leute erzählen mir Witze darüber, dass irgendein Konzern ein Öllager aus dem Museum macht. Das ist leider kein Witz. Das ist wirklich nur ein Witz, stimmt's? Leider nichts, Gott. Ich habe solche Muskelkater. Ich habe in letzter Zeit sehr viele schwere Sachen gehoben. Wir sind in der Mine. Aha. Zurück, komm zurück. Du, hey du Schwächle, komm zurück. Bleib weg von den Mons. Moment, wo sind die Monster? Mark und ich haben gerade die oberen Ebenen geräumt. Aber dieses Beben. Das Beben hat direkt stattgefunden, nachdem du reingekommen bist, nicht wahr? Ja. Ich habe diese gewisse Aura. Es gibt einen alten Mythos über bestimmte Flüche, die auf Ankömmlinge reagieren. Aber das kann man. Mein Name ist Kira. Ich nehme an, dir gehört die Farm. Genau. Da du von der Farm kommst, bist du wahrscheinlich hier, um etwas abzubauen. Wenn das so ist, ist derzeit nur der Erdschacht zugänglich. Der Aufzug dort drüben funktioniert aber nur bis zum ersten Stock. Von dort aus musst du zu Fuß weiter. Wenn du tief genug hinabsteigst, kannst du den Zugang zu nennen. Anderen Etagen wiederherstellen. Du bist hier definitiv richtig, um nach Erzen und Edelsteinen zu schürfen. In diesen Höhlen gibt es jede Menge davon, aber vergiss die Monster nicht. Nimm dieses Schwert. Du brauchst etwas, um dich verteidigen zu können. Vielen Dank. Es ist ein langer Abstieg, also geh lieber sicher. Dass du gut ausgerüstet bist. Sei vorsichtig damit und viel Glück. Danke, Kira. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Reiche Level 5. Interessante Pose, wo haben Sie Angst? Level 1. So. Okay. Smashen.
1. Level 2. Und das erste Monster. Da. Ah. Er hat mich schon verletzt. Ich habe schon die erste Monster-Essenz. Sind das in Reihen oder ist das ihre Seele? Hm, who knows? Yes. Dann steigen wir doch einen Stock herunter. Kohle ist wichtig. Die erste Bronze. Dreimal. Eins. Keine Energie verschwinden. Nice. Ebene 4. Haha. Schon machen da, ja. Wir smashen da mal nur die kleinen Steine. Da kommt zu viel Energie. We have not 8 ebony up. Thank you.
Neue Entdeckung. Eine Geode. Bringen Sie zum Schmied, um sie zu öffnen. Vielleicht befindet sich wertvolle Gegenstände darin. Schön beim Abstieg. Nein. Ebene 5. Kleine Drecksau. Ebene 5. German. Mine. Anfang. Lass uns Landwirtschaft leveln. Scotty. Schwarzer. Verstehe es nicht. Wieder Werbung, aber wir haben schon gespendet. Jo. Etasch. Schwalbenschwanz. Spannend.
Mira. Noch nicht. Den habe ich auch noch nicht gespendet. Hey. Oh, du bist also neu hier. Ich hatte schon Angst vor potenzieller Konkurrenz. Aber wie es aussieht, gibt es nichts, wovor ich mir Sorgen machen müsste. Ja, Walter und ich besitzen einen Weingut, weißt du? Die meisten unserer Kunden sind im Ausland. Soll ich eine Flasche vorbeischicken? Ja. Ja, mach das. Dann wird sie verkaufen. Als Weingutbesitzer geht es nicht nur darum, Wein auszuliefern. Ich muss meine Beziehungen mit den Käufern pflegen. Und das heißt, dass ich sie immer wieder mal zum Essen einladen muss. Das Motorsystem. Ah, Besuch von der Nachbarsfrau. Wie komme ich zu dieser Ehre? Du bist der Walter mag ich nicht. Mögen wir nicht. Einige Tiere hier im Heim sind einfach von Hillside oder dem Wald hergekommen, wie Taco zum Beispiel, der Hund vom Weingut. Diese ganzen Geräte über Öl ist mir egal. Nicht egal ist es mir, wenn sie uns mit besseren Waffen Annehmlichkeiten versorgen können. Diese Frau Kugelfisch scheint ein Nein als Antwort nicht zu akzeptieren. Wie auch immer, ich bin bereit für ihre Faxen. Ich versuche meinen Cousin zu einer Erweiterung des Gasthausbetriebes zu bewegen. Vielleicht könnten sie ja Karaoke anbieten. Die Leute könnten Lieder auswählen und dazu singen. Aber die weisen mich immer zurück. Sie können das Potenzial offenbar nicht erkennen. Oh, hallo. Du bist neu, ich bin Raphael. Ich bin einer der Schmiede hier in der Stadt. Okay. Kaufen. Thank you.
sie pur. Kann hier die Erschreckung heilen und dich für 6 Stunden gesund halten. Ich kann nicht genug betonen, wie schrecklich es ist, in der Nähe von Ölbohrungen zu leben. Das Gesundheitsrisiko, das sie darstellt, steht in keiner Relation zu den Vorteilen. Gesundheit geht vor Reichtum, vergiss das bloß nicht. Dein Geld ist völlig unbedeutend, wenn du gesundheitlich nicht dazu in der Lage bist, es zu genießen. Das ist wahr. Wonton ist ein abenteuerlustiger Welpe. Er treibt sich überall herum. Taku ist beschäftigt. Die Stimmung, die diese Leute von Kugelwisch verbreiten, ist schlecht. Schlecht ist untertrieben und böse. Hallo Rucola, schön dich hier zu sehen. Suchst du nach den Samen mit den höchsten Erträgen? Ich schlage vor, du pflanzt einfach an, was du möchtest. Der Rest wird sich dann schon von selbst ergeben. Das ist großartig, danke. Du fühlst dich langsam müde. Ich wünsche, die Ozean würde sich schneller erwärmen, damit ich schwimmen gehen kann. Es ist immer noch sehr kalt wegen des Winters. Oh, der neue Nachbar. Energy. Also, ist wirklich jemand in die Stadt gezogen, was? Ich wollte es nicht glauben, bis ich dich mit eigenen Augen gesehen habe. Nein. Nicht essen. Danke dir, meine Liebe, du bist sehr freundlich. Da, 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 da
Kiste. Hey, hier ist zurück zur Natur mit mir, eure Gastgeberin, Jenna. Shiitake-Pilze findest du im Wald. Und natürlich ist an regnerischen Tagen die Chance, Hirschwärme zu finden. Mein Life-Coach sagt immer, dass Regen Leben bringt. Willkommen bei WPC. Morgen wird es windig sein.